Hallo, in diesem Video lernst du, wie du die Wertetabelle für eine Funktion erstellst. Gegeben ist die Funktion g in der Mengendarstellung. Die Funktion g ordnet dem Wert 1 den Wert 5 zu, den Wert 4 den Wert 1 und den Wert 2 ordnet die Funktion g den Wert 2 zu. Unsere Aufgabe ist es nun, diese Wertetabelle zu vervollständigen. Probier das zunächst alleine und pausiere dazu das Video. In der mit x beschrifteten Spalte dieser Wertetabelle stehen die Werte der Definitionsmenge d. Wir sollen nun in der rechten Spalte, also in der g von x Spalte, immer die zugehörigen Werte aus der Wertemenge w eintragen. Bei x ist gleich 1 tragen wir in der g von x Spalte den Wert 5 ein. Denn so ist auch die Zuordnung hier oben in der Mengendarstellung der Funktion. Für den x-Wert 4 tragen wir den g von x-Wert 1 ein und für den x-Wert 2 tragen wir den g von x-Wert 2 in die Wertetabelle ein. Die zwei Werte x und den zugehörigen Wert g von x bezeichnet man übrigens als Wertepaar. Das heißt, wir können die Zuordnungen der Funktion g auch mit Hilfe dieser Wertepaare angeben. Das war's für dieses Video und im nächsten Video geht's mit dem Arbeitsblatt weiter.